5 vor 12, ein Projekt von Katholisch Stadt Zürich. Wir sind hier mit dem Janis und er ist bereit, uns ein paar Fragen zu beantworten zum Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Janis, wie stehst du zu dem ganzen Thema, der Hype, der da ein bisschen aufgekommen ist mit dem Nachhaltigkeit, Umweltschutz? Was sind deine Gedanken dazu? Also meine Meinung ist, dass jetzt unbedingt einmal so etwas in diese Richtung muss gemacht werden. Und da der Widerstand der Jungen ist eigentlich genau das Richtige, was wir jetzt zu so einem Zeitpunkt brauchen. Ich finde einfach, dass was bis jetzt so passiert ist, ist so ein bisschen zu extrem aufs CO2 abzielt und zu sehr einfach so auf die Erwärmung von der Erde. Was natürlich nicht falsch ist, ist sicher auch gut. Ich meine, es gibt sehr viele Autos, die einfach die Luft auch verschmutzen und alles. Aber ich habe einfach ein bisschen Angst, dass das dann irgendwann mal so eine Religion wird. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen krass aus einer gewissen Perspektive. Aber ich finde einfach, dass so Themen wie die Wasserverschmutzung und einfach allgemein der Umweltschutz da auch drin gehören und nicht dürfen vernachlässigt werden. Du hast gerade auch Wasserverschmutzung und so angesprochen. Da geht es ja auch ganz fest um Leben unter Wasser, um die Tierwelt, die eingeschränkt wird, um Riffe, die nicht mehr gleich bestehen. Hast du da selber auch schon Erfahrungen gemacht, irgendwie, dass du bist schwimmen und gemerkt hast, es sind gar nicht wirklich Tiere da, tust du schnorcheln? Ich bin jetzt noch nie so richtig schnorcheln, aber mir ist einfach schon in der Strandferien aufgefallen, dass vermehrt irgendwie Plastik oder sonstige Abfallstückchen rumschwimmen, was dann nicht ganz so schön ist. Oder so stellt man sich sicher auch nicht vor, wenn man irgendwie in die Badeferien weggeht. Auf jeden Fall sehe ich das eigentlich auch als grosses Problem, einfach all das Zeug, das im Meer rumschwimmt. Ich meine, die checken das nicht, was das genau ist. Die sehen das zum Teil nicht einmal. Und für sie ist das dann lebensbedrohlich. Und ich weiss nicht, ob das wirklich so das eine ist. Oder wenn man dann wirklich einfach täglich Tonnen von Müll ins Meer tut, werfen, einfach weil man nicht weiss, wo sonst hin. Jetzt ganz alltagsnach, hast du Sachen in deinem Leben verändert, um der Nachhaltigkeit zu dienen, um den Umweltschutz zu betreiben? Hast du irgendwelche Anpassungen gemacht? Das sind vielleicht ganz kleine Sachen. Ja, also ich finde, die grösste Anpassung, die ich einfach mal gemacht habe, ist sicher einfach das Bewusstsein für das bekommen, das Bewusstsein für den Konsum, den wir haben, für das Ausmaß und für das, dass eigentlich alles sehr verpackt ist und nachher die Verpackung auch nie mehr gebraucht wird. Aber ich muss auch zugeben, so viel verändert habe ich jetzt nicht, weil ich kaufe mir zum Mittag immer noch in meinem im Detailhandel meiner Wahl. und dort ist halt einfach alles grob verpackt, oder? Und so gut ausweichen, finde ich, kann man heutzutage jetzt noch nicht. Aber ich bin bereit, mich da zu öffnen für irgendwelche Veränderungen. Ja. Danke vielmals für die Antworten. Sehr spannend von dir zu hören. Ich wünsche dir noch einen ganz schönen Tag. Tschüss. Danke vielmals. Oh ja. Perfekt. 5 vor 12, ein Projekt von Katholisch Stadt Zürich.